Verdächtiger! Wollen Sie sich mal ansehen, was ich gefunden habe? Gute Preise, versprochen. Aufgrund krimineller Aktivitäten nahe der Soldier Square wurde die Gegend jetzt abgeriegelt. Wachtürme und zusätzliche Patrouillen sind im Einsatz. Verdächtige Personen werden als feindliche Elemente mit böswilligen Absichten behandelt. Bürger von Dunwall. Dieser Bezirk steht ab sofort unter einer Walölausgabesperre. Die Einhaltung wird strengstens durchgesetzt. Schluss mit dem Versteckspiel. Zeig dich! Du kannst dich nicht mehr lange verstecken. Komm raus! Lass mich nicht nach dir suchen! Ich werde dich finden, du Hexenfisch! Das ist Kunst, lausige Art an Geld zu kommen. Armes Schwein, das ist nichts mit...
nicht so eine dicke Tür, wenn dahinter keine Wertgegenstände auf uns warten. Hilf mir mal jemand! Weggerannt, der Feigling. Achtung, Bürger von Dunwall. Ab sofort wird Walöl nur noch rationiert abgegeben. Missachtung dieser Vorschrift ist strafbar. Ich will. Dass du hier bist. Wo bist du? Große Sache. Vielleicht gehst du später hoch und schaust, wenn die anderen weg sind. Was zahlen Sie denn? Das sag ich dir doch nicht. Na komm. Was kriegst du? Ich sage es dir nicht. Hä? No.
Der Feig. Halt! Ich Achtung, Bürger von Dunbar. Alle Personen mit Informationen zum Tod des Oberaufsehers Thaddeus Campbell müssen sich augenblicklich zur Befragung bei der Stadtwache melden. In dieser Zeit der spirituellen Krise haben die Aufseher das Festmahl der bemalten Kessel ausgerufen, bis ein neuer Oberaufseher. Abschauen. Keine Sorge, ich finde dich schon noch. Wenn ich dich finde, hast du nichts. Zum Abendessen kommt, meine kleinen Vögelchen. Die vielen Herren fragen nicht mehr nach mir. Du hast dich darum gekümmert, nicht wahr? Wie nett von dir.
Anlage von Dunwall. Dieser Bezirk steht ab sofort unter einer Walhöhle. Dreckige Schlammkrähe. Woher hat eine Pennerin wie du das Elixier? Wir sind seit einer Woche auf halber Ration. Ich will mir nicht die Seuche holen. Nein, ich brauche es für meinen Jungen, damit er nicht krank wird. Nein! Danke, Sir. Vielen Dank. Sie haben mich gerettet. Wie kann ich Ihnen danken?